Es ist extrem bitter. Und einfach erschreckend. Wenn sie den eigenen Kindern nicht einmal helfen können für ihre Grundrechte. Also. Ein Zustand, dass die Kinder quasi als halbweise jetzt 2 Jahre leben müssen. Unfreiwillig. Müssen sich mal vorstellen, wenn die Kinder das würden schon begreifen und das selber einordnen. Also die würden sich ja selber auch einen Grind langen. Das ist unmöglich. Peter Schlagmüller, 43, reist nach Russland, um nach 2 Jahren Funkstille seine Söhne wiederzusehen. Seine Frau hat sie nach der Trennung mit nach St. Petersburg genommen. Hier verliert sich ihre Spur. Peter Schlagmüller hofft verzweifelt, dass René und André, heute 6 und 4 Jahre alt, bald wieder auftauchen. Keine Antwort. Nicht. Nicht. Mein Gott, ey. Es ist der 24. Dezember 2019, nachmittags. Alle anderen sind längst nach Hause gegangen. Peter Schlagmüller nicht. Denn ihn erwarten traurige Weihnachten. In einer leeren Wohnung ohne seine Kinder. Es ist krass, was momentan abgeht. Es ist existenziell. Das Einzige, was ich hier habe, ist mein Job, der mir die Ablenkung und eigentlich Zufriedenheit gibt, die ich momentan habe. Genau, so kann man das zusammenfassen. Er trennte sich, möchte aber nicht weiter auf die Gründe eingehen. Dass er das alleinige Sorgerecht für seine Söhne bekam, nützt ihm wenig. Denn seine Frau ist nach 7 Jahren Ehe in ihrer Heimat Russland untergetaucht. Zusammen mit den Kindern. Das war vor 1 Jahr. Seither wohnt Schlagmüller in einer kleinen Mansardenwohnung nahe Zürich und hofft, doch noch zu seinem Recht zu kommen. Das heisst, zu seinen Kindern. Sieht halt momentan noch nicht so eingerichtet aus, aber wenn sie dann da sind, werde ich damit Hochdruck noch fertig realisieren. Wieso haben sie es noch nicht fertig eingerichtet? Das ist eben genau der Punkt, der mich emotional weit abziehen würde, wenn ich jetzt dafür fertig realisieren würde und die Kinder nicht zurückkämpfen. Dann würde das extrem mich abziehen, ein Loch. Darum ist es da noch nicht bereit. Schlafzimmer, wo beide Kinder sicher auch brauchen, der Papi, wenn sie mal verschreckt sind oder so zur Nacht. Ich hatte das öppe die früher, wo ich zur Nacht aufstehen musste. Die Mutter war nicht in der Lage, da einem Unterstützung zu bieten. Das ist hart, aber ich habe das gemacht. Und ich hoffe, dass meine Jungs das noch in Erinnerung haben. Ich werde auch immer da sein für sie. Wenn sie ein Problem haben. Seine spätere Frau lernte er vor 12 Jahren im Internet kennen. Einen Ausdruck ihres damaligen Profilbildes hat er aufbewahrt. In was haben Sie sich dann verliebt bei Ihrer Frau? Es war die Sympathie, die Offenheit. Man konnte über gängige Themen diskutieren, Zukunftspläne, was ist einem wichtig. Was weniger wichtig, internationale Ausprägung, Sprachgewandtheit. Das sind so Impacts, die mich überzogen haben. Sie, 28, war im Personalwesen tätig. Er, 32, Kadermann in einer Gemeindeverwaltung. Nach 2 Jahren holte er sie aus Russland in die Schweiz und heiratete sie. Weitere 3 Jahre später kam das erste Kind. Ja, ein Kind bekommen, das ist dann schon ein Einschnitt im Leben, der auch Beziehung grundlegend tut, in ein anderes Format stellen. Aber ich gehe grundsätzlich davon aus oder habe gedacht, dass Kind eine Stabilität, eine Art Konsolidierung bringen, eine Bestätigung von dem, was man vorher erlebt hat. Es wird irgendwie oben runterkommen, die wilden Zeiten hat man vorbei. Jetzt baut man sich das Fundament auf mit dem Kind zu einem
Haus quasi. Also Sicherheit heisst das für mich. Nicht Instabilität. Kind gibt mir Geborgenheit. Eine Schutzhülle von Eltern. Ende 2018 reiste seine Frau mit den Kindern, damals 4 und 2 Jahre alt, nach Russland. Angeblich ferienhalber. Der Anfang eines Albtraumes. In mir ist so eine Unruhe. Ich kann jetzt vielleicht eine halbe Stunde lesen, aber dann fängt es wieder an kribbeln in mir. Wenn Sie Zeit haben zum Überlegen, in einsamen Moment, denken Sie wirklich, das muss mir passieren. Apokalypse. Total, so können Sie es sagen. Die Kinder seien hauptsächlich vom Vater betreut worden, werden später verschiedene Zeugen aussagen. Frau und Mann werden angehört, E-Mails und Chatverläufe ausgewertet. Aus all dem ergibt sich ein Gesamtbild für das Bezirksgericht Dietikon. Es kommt 2019 zum Schluss, dass die Mutter die Kinder als Druckmittel gegen den Vater einsetzen wolle. Sie sei maßgeblich von egoistischen Motiven angetrieben und unterwerfe das Kindeswohl ihren eigenen Interessen. Mithin sei ihre Erziehungsfähigkeit in Abrede zu stellen. Der Uetliberg liegt direkt vor Schlagmüllers Haustür. Hier war er regelmäßig mit seinen Söhnen unterwegs. Nicht ganz einfach. Schwieriger Moment jetzt. Sehr emotional einfach. Wie ist das jetzt für Sie, wenn Sie all die Familie sehen? Es ist ein Verdrängungsprozess, der als Automatismus funktioniert. Wenn Sie das nicht bewältigen können, dann gehen Sie in ein Loch rein. Tag für Tag versucht er zu verdrängen, dass seine Kinder plötzlich komplett aus seinem Leben verschwunden sind. Und er keine Ahnung hat, wie es ihnen geht. Ja, in die Höhe gehen bedeutet, das gibt einem Auftrieb. Das war im letzten Jahr so, das hat mich wieder Stange gehalten. Laut Gericht brachte er die Kinder jeweils vor der Arbeit in die Krippe, wo er sie nach seinem Feierabend wieder abholte. Er aß mit ihnen, spielte mit ihnen, brachte sie ins Bett. Kurz, die Betreuung der Kinder im Alltag habe hauptsächlich er übernommen, sofern sie nicht durch 3 Personen in der Krippe betreut worden seien. Die Mutter habe wenig Interesse an den Buben gezeigt, stellte das Gericht fest. Mich hat mal ein Passant, der mich kennt im Dorf, darauf angesprochen, ja, sie sieht man nur alleine, sind sie alleinerziehend. Das ist dann schon speziell, wenn das Umfeld wahrnimmt. Was haben Sie gesagt? Ja, man sucht nach diesen Ausflüchten. Man kaschiert natürlich seine Lebenssituation, das ist klar. Umso bitterer ist es, dass er, der 100% arbeitete und daneben alles für seine Kinder tat, nun alleine dasteht. Denken Sie, dass in einem Jahr, wenn wir wieder hier oben sind, dass wir vielleicht mit Ihren Jungs hier oben sind? Ja, das wäre natürlich der Hammer, wenn wir das schaffen. Genau. Ist das Ihre Hoffnung? Die grosse Hoffnung, genau. In seiner Verzweiflung wandte er sich an Jürg Jordi, einen pensionierten Kantonspolizisten, der heute als Privatermittler tätig ist und die Pferde der verschwundenen Kinder aufgenommen hat. Ja, im Moment haben wir News, nicht unbedingt gute. Wir haben ja die Mutter mit ihren Kind, haben wir ziemlich lang, sie im Blickfeld gehabt und haben gewusst, wo sie sich aufhalten tut. Und jetzt ziemlich unverhofft hat sie den Wohnort verlassen und ist zurzeit mit ihren Kind spurlos verschwunden. Gehen Sie dann davon aus, dass sie wieder findet? Ja, ich bin überzeugt, dass wir sie wieder finden werden. Über den Zeitpunkt ist halt ein bisschen schwierig, um jetzt da etwas aussagen zu können. Aber wir werden jetzt verschiedene Massnahmen ergreifen, technischer Art auch. Und wir werden auch weitere Ermittlungen anstellen vor Ort. Und ich bin da guter Dinge, dass wir die Frau, die Mutter mit ihren Kindern wieder werden finden.
Peter Schlagmüller muss derweil versuchen, im Alltag weiter zu funktionieren, optimistisch zu bleiben und Geduld zu haben. Nach über einem Jahr ohne Kontakt zu seinen Kindern fällt ihm das zusehends schwerer. Ja, schwierig sind Situationen, wenn das Kind um mich herum hat, aus dem Umfeld. Ich kenne noch viele Kinder. Ja, im Dorf kommen sie auf mich zu, sie kennen mich auch. Und da gibt es Momente, ja, wo dann sehr stark Parallelen zu meinen Kindern aufkommen. Das ist dann schon verdammt hart. Ja. Was haben Sie denn für Gefühle? Ja, dann ist das Zeitrad wie zurückgedrüllt. Dann lebe ich in den Jahren 2016 bis 2018. Oder? Und dann müssen Sie weg, das halten Sie nicht so lange aus. Mm. Genau. Da muss ich Gegensteuer geben, sonst kommt es nicht gut. Ja. Privatermittler Jürg Jordi hat inzwischen ein ganzes Dossier zum Fall Schlagmüller zusammengestellt, um die Spur der Kinder und der Frau wiederzufinden. Ja, konkret geht es darum, oder hat sich jetzt auch ergeben, dass wir gewisse Aufenthaltsorte von der Mutter von der Ex-Frau haben. Wir wissen die Adresse von der, wir haben die Telefonnummer von der, wir haben auch Kontakt von der Ex-Frau, die sie hier in der Schweiz hatte, die jetzt weiter auch nach Russland spielt. Und all das tun wir natürlich jetzt auswerten und überprüfen, ob sie, die Ex-Frau, mit diesen Leuten, diesen Kontakt weiterhin in Verbindung steht. Und das gibt uns natürlich wieder auf, auch einen Anhaltspunkt auf ihren Aufenthalt. Dieses Dossier hat er auf Russisch übersetzen lassen, denn er arbeitet nun mit russischen Ermittlern zusammen und möchte bald selber nach Russland reisen. Doch dann kommt das Coronavirus und legt den internationalen Flugverkehr lahm. Russland reagiert unter anderem mit teilweise strengen Ausgangsbeschränkungen. Ermittlungen vor Ort müssen auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Eine Hiobsbotschaft für Peter Schlagmüller, den das Virus ins Homeoffice zwingt. Ein Wiedersehen mit seinen Kindern ist in weite Ferne gerückt. Seit dem letzten Mal hat sich durch das Coronavirus, durch die weltweite Pandemie, bei mir die Gemütslage extrem verschlechtert. Anfänglich. Aber doch bald ist dann wieder die Einsicht gekommen, ich kann wieder nichts verändern. Es liegt nicht in meiner Macht. Es wird weitergekämpft, dass ich meine Buben zurückbekomme. Das hat dann wieder überwogen. Dennoch muss man sagen, ist es schon zermürbend, das Ganze. Weil man hat hinten raus keinen Zeithorizont. Wenn jetzt der Erfolg endlich da ist. Es vergehen gut 5 Monate ohne Fortschritte. Und plötzlich geht alles ganz schnell. November 2020. Peter Schlagmüller befindet sich in Begleitung eines russischen Reporterkollegen auf dem Weg nach St. Petersburg zu einem Gerichtstermin. Ich hoffe schwer, dass ich meine Kinder nach bald 2 Jahren wieder sehen und umarmen kann. Das ist mein innigster Wunsch. Erreichen will er das mit Hilfe des sogenannten Haager Abkommens, das auch Russland unterzeichnet hat. Dieses soll die sofortige Rückgabe widerrechtlich in einen Vertragsstaat verbrachter oder dort zurückgehaltener Kinder sicherstellen. Dass seine Kinder Ende 2018 widerrechtlich nach Russland gebracht und seither dort zurückgehalten werden, hat ein Schweizer Gericht so festgestellt. Die große Frage ist nun, sieht es ein russisches Gericht gleich und zwingt die Mutter dazu, die Kinder herauszugeben? Ich vertraue Russland, dass sie ehrlich entscheiden, nicht voreingenommen zugunsten der Mutter. Ja, sie sollen die Lage einfach authentisch einschätzen und entscheiden. Zum Wohle der Kinder. Dokumente da. Russische Anwälte haben diese Verhandlung für ihn erreicht.
Seine Frau wurde inzwischen gefunden. Allerdings nicht durch den Privatermittler, sondern durch die russischen Behörden. Sie wurde für heute vorgeladen, taucht aber nicht auf, denn sie sei am Coronavirus erkrankt, heißt es. Es ist eine kurze Verhandlung mit folgendem Fazit. Enttäuschend für einen schweizerischen Vater. Ich fühle momentan, sagen wir mal, ziemlich viel Leere. Außer Spesen einmal mehr nichts gewesen. Zu einem Gespräch mit seiner Frau kommt es nicht. Die Geschenke, die er für die Kinder mitbrachte, kann er wieder mit nach Hause nehmen. Das Gerichtsurteil aus der Schweiz, das ihm in allen Punkten Recht gab, ist hier wertlos. Die Kinder, beide russisch-schweizerische Doppelbürger, sollen nach rund 2 Jahren nicht aus ihrer Lebenssituation herausgerissen werden, argumentiert das russische Gericht. Und dann das. Plötzlich eine SMS seiner Frau mit sehr förmlicher Anrede. Sehr geehrter Herr Schlagmüller, ich bin bereit, Frieden zu unterschreiben. Mit Alimenten und Besuchstermine. Wo findet das Treffen statt? Ich bin überrascht. Ich bin total überrascht, dass sie schreibt, oder? Sie hat einen Account in Skype geöffnet, nach 1,5 Jahren. What she's doing? What she's doing? Ah, смотри. She refused. Schwieriger Moment jetzt. Weißt du, sie will mich nur um den Finger wickeln. Das ist ihre Taktik. Heute, sie wollten ja. Gut. Ja, heute. Peter Schlagmüller macht sich sogleich auf den Weg zum vereinbarten Treffpunkt. Puh. Dort will er nicht nur seine Frau, sondern vor allem seine Kinder endlich wiedersehen. Zuerst möchte ich sie umarmen und sagen, dass ich sie ganz fest lieb habe. Den Rest werden wir sehen. Trotz angeblicher Covid-Erkrankung taucht seine Frau auf. Alleine. Der russische Reporterkollege beobachtet vom Nebentisch aus eine emotionale Begrüßung und ein kurzes Treffen. Der gemeinsame Weg zu beschreiten, sieht sie nur, wenn sie eine unterzeichnete Vereinbarung, dass sie Geld erhält, von mir bekommt. Sonst funktioniert das nicht mit den Kindern. Finde ich absurd, scheußlich. Es ist eine juristische Pattsituation. Schlagmüller hat in der Schweiz Recht bekommen, seine Frau in Russland. Nun müssen die beiden wohl oder übel versuchen, sich irgendwie zu finden. Vor allem auch in finanzieller Hinsicht. Am nächsten Morgen hat sich die Situation bereits wieder verändert. Seine Frau habe sich nun doch bereit erklärt, ihm ein Wiedersehen mit den Kindern zu ermöglichen. Und zwar schon heute. Ich denke, nach der überraschenden gestrigen Begegnung, wo sehr emotional war, hat das auch bei ihr Spuren hinterlassen und zu Gedanken Anlass gegeben. Und ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir den Fokus nicht verlieren, nämlich das Kindeswohl. Ob das Treffen mit seinen Söhnen wirklich stattfinden wird, ist unklar. Schlagmüller rechnet mit allem. Und wenn es zum Wiedersehen kommt, wie werden die Kinder reagieren?
Immerhin haben die inzwischen 4- und 6-jährigen Buben ihren Vater seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Ja, es ist schon ein spezielles Gefühl, muss man sagen. Mal schauen, ob sie mich noch kennen. Treffpunkt ist die Schule der Kinder. Der russische Reporterkollege filmt vom Auto aus, wie es schließlich tatsächlich zum lange ersehnten Wiedersehen kommt. Am nächsten Morgen. Schlagmüller meldet sich per SMS. Er habe die letzte Nacht in der Wohnung seiner Frau schlafen dürfen. Mit den Kindern in den Armen. Heute sei er den ganzen Tag mit ihnen unterwegs. Er sei überglücklich. Nachdem er in sein Hotel zurückgekehrt ist, treffen wir ihn wieder. Yes, that's really amazing. Den Kindern gehe es gut, das Eis sei schnell gebrochen, obwohl die Buben nur noch Russisch sprechen. Herzig, total herzig. They were really happy to see me. Look at this, so nice. Ja, wir reden jetzt von einer komfortablen Ausgangslage. Es ist vollkommen deeskaliert. Die Mutter signalisiert auch weiterhin regelmäßigen Kontakt plötzlich. Die Social-Media-Kontakte sind jetzt plötzlich wieder offen. Sie blockiert nichts mehr ab. Ich bin jetzt erstaunt, ob das so weitergeht. Und das wäre schön, wenn wir wöchentlich 2-3 Mal übers WhatsApp Videocall führen können. Das wäre super. Weihnachten 2020. Bei Peter Schlagmüller gibt es Spaghetti und Crevetten. Er feiert wieder alleine. Die Kinder hat er nicht zurückbekommen. Trotzdem sind es schöne Festtage für ihn. Denn er hat nun regelmäßige Videotelefonate mit seinen Söhnen. Irgendwann plötzlich, in meinem Fall, hat das wieder geklappt. Der Kanal war offen, man kann plötzlich wieder reden miteinander. Logischerweise stecken auch eben dann die pekuniären Forderungen dahinter, mit Unterhalt und Alimenten. Aber in meinem Fall ist das auch die Chance, dass wir eine tragfähige Lösung anbringen können. Offen ist, wie viel Geld fließen muss, damit der Kontakt bestehen bleibt. Schlagmüller ist sicher, dass man sich finden wird. Irgendwie und irgendwann. Im Interesse der Kinder. Perspektive heisst konsolidieren von dem Zustand, der sich jetzt ergeben hat. Weiter darauf aufbauen, festigen. Beziehung auch zu der Gegenseite, mütterlicherseits aufrechterhalten. Kind weiterhin so handeln, wie sie sich das gewöhnt sind, mit dem Papi auch. Einfach nichts verändern, einfach die Beziehung aufrechterhalten. Mit der richtigen Weitsicht und Vorsicht auch. Was er noch nicht ahnt, schon bald wird wieder alles anders sein. Flughafen St. Petersburg, Ende Januar 2021. Schlagmüller ist zurück in Russland und hat Neuigkeiten. Nichts Positives. Sie hat wieder komplett zugemacht. Den Zugang verwehrt. Und fordert nur Geld. Geld für keine Gegenleistung. Der Vater darf seine Kinder nicht sehen. Das ist einfach unmenschlich. Ja, jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Ob er seine Geschenke übergeben kann, ist unklar. Also, die
Sehr gerne haben sie Biberli, Schweizer Biberli. Und dann für die Bildung. Der René geht in die Schule schon bald. Ein Buch, wo er seine Freunde eintragen kann, was sie miteinander machen. Und ein Malbuch über die Schweiz. Vielleicht kommt er mich auch mal besuchen. Ja, das wär's. Keine Antwort. Nichts. Mein Gott. Ey. Weil er ihren Geldforderungen nicht nachgekommen ist, hat seine Frau wieder jeglichen Kontakt zu den Kindern unterbunden. Schlagmüller will trotzdem vorbeigehen, auch wenn er ausdrücklich unerwünscht ist. Ein paar Stunden später meldet er sich per Telefon. Er habe seine Kinder auf dem Spielplatz angetroffen. Dann sei seine Frau aufgetaucht und habe sie mit in die Wohnung genommen. Drinnen hätten die Kinder geweint, draußen habe er geweint. Am nächsten Morgen hat er ein Hotel direkt neben der Schule der Kinder bezogen, um ihnen wenigstens so nahe sein zu können. Die gestrigen Ereignisse hätten ihn traumatisiert. Vor allem die weinenden Kinder, die versucht hätten zu schlichten. Das war very special. Jetzt bin ich irgendwie leer. Ich bin so erschöpft. Ich habe so viel brüllt. Also für mich ganz speziell. Ja, jetzt bin ich wieder gefasst, aber irgendwie total leer und frustriert. Und ich muss weiterkämpfen für meine Jungs. Schlagmüller will einen letzten Versuch unternehmen, mit seiner Frau ins Gespräch zu kommen. Darum kehrt er dorthin zurück, wo er gestern hemmungslos weinte, ohne damit etwas erreicht zu haben. Da wohnt sie. Ich glaube, es ist jemand drin. Aber sie macht nicht auf. Geh wieder runter. Ja, ich glaube, jetzt kann man es langsam da für das Wochenende abschliessen. Ich denke, es kann man jetzt als erledigt anschauen. Gut zwei Monate später. Eine Mediation, für die er mehrmals nach Russland reiste, sei gescheitert, weil die finanziellen Forderungen immer exorbitanter geworden seien. Der Kontakt zu den Kindern ist abgebrochen. Ein riesiger Kreis, den ich gedrüllt habe. Aber das Endziel, an meine Kinder als Vater heranzukommen, in Würde und das, was die zwei Buben verdient haben, habe ich bis jetzt nicht geschafft. Obwohl ich alles daran gesetzt habe. Das ist extrem frustrierend. Mit der Frage, was das Beste für Kinder ist in einer so hoffnungslosen Situation, ist er im Internet auf die Stiftung für Kinder in der Schweiz gestoßen. Mit Romeo Macci, dem Gründer, hat sich ein Austausch entwickelt. Das erste persönliche Treffen findet im Stiftungssitz in Hergiswil statt. Für Schlagmüller der letzte Strohhalm, nachdem er seine juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft hat.
Ich glaube, jede aggressive Form, die man da möchte, jetzt zum Einsatz bringen, das wäre kontraproduktiv für sie. Und ich bin überzeugt, oder, auch die Kinder, oder, das Gefährliche ist ja immer, dass Kinder instrumentalisiert werden denn in solchen Streitereien. Und dann können sie ein Trauma davon tragen. Ein Trauma, das sie gerade zum Ausdruck bringen. Oder ein Trauma, das sich erst später zeigt. Und das muss man einfach vermeiden. Das kann auch bedeuten, zu akzeptieren, dass man als Vater viel zahlen soll, aber die Kinder kaum sehen darf. Das haben wir hier in der Schweiz sehr oft. Väter, oder? Die eine Art Kindesentzug haben, oder? Wo dann auch dann verzweifelt, oder? Und dann sich sozial zurückziehend, nicht mehr ins Rechtssystem glaube ich. Da geht alles überein darüber hin. Und das ist ganz wichtig, dass man in solchen Fällen wirklich eine Bezugsperson hat, einen Fachmann. Wir haben fantastische Leute in der Schweiz, die das wirklich professionell begleiten und aufzeigen können, dass man aus dieser Situation auch rauskommen kann. Oder? Man muss sein Mindset muss man verändern und auch wieder sagen, was ist mein Ziel? Und meine Kinder werden ja älter und ich will einfach als Vater oder als Mutter zeigen, ich habe meine Verantwortung so gut, wie es gegangen ist, gelebt und ich bin anständig und korrekt gewesen. Das Wichtigste ist, dass ich eben immer auf der Lösungsfindung bleibe und den Fokus nicht abschalten und immer nach vorne schauen. Aber ja, die Jahre, die Monate verstreichen. Man versucht dann immer wieder zu denken, ja, Gopfenteli, jetzt bist du einmal näher dran gewesen, aber es wendet sich einfach nie zum Guten. Was willst du noch weitermachen? Aber der unbändige Wille, den ich in mir drin habe, für meine Kinder da zu sein, auch, der obsiegt nachher schlussendlich. Und ja, was jetzt irgendwie in 5 Jahren wird sein, ob wir dann immer noch am ähnlichen Punkt stehen, hoffe ich einfach nicht. Aber im Worst-Case-Szenario weiss man ja nie. Vielleicht dauert es doch noch, ich sage jetzt, fast eine Ewigkeit. Aber daran darf ich nicht denken, sonst zieht mich das auch wieder ab. Das ist nicht das Ziel. Viel Zeit und viele Tränen hat ihn der mehr als 2-jährige Kampf um seine Kinder gekostet, aber auch viel Geld, bisher rund 250'000 Franken. Ein Happy End ist nicht in Sicht.